Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitstreitende, liebe Mitprotestierende, liebe alle, die heute bei dieser Donnerstagsdemonstration, unserer ersten Donnerstagsdemonstration teilnehmen. Wir haben uns gedacht, es ist politisch sehr viel diskutiert worden, es ist sehr viel kritisiert worden von der Opposition, von der Regierung, alle haben sich gegenseitig kritisiert und immer wieder ist das Bedürfnis aufgetaucht, sind Meldungen aufgetaucht, warum gibt es in Innsbruck nicht die Möglichkeit, dass die Bevölkerung auch ihren Protest kundtun kann? Warum gibt es nicht die Möglichkeit, dass auch die Bevölkerung zu Wort kommt? Und irgendwann hat dann eine Kollegin angerufen und hat gesagt, liebe Leute, jetzt tun wir gefälligst was organisieren, ich will nicht ständig nach Wien fahren, ich will, dass es auch in Innsbruck eine Möglichkeit gibt. Und diese Kollegin ist die Initiatorin des heutigen Tages. Eigentlich ist sie Ärztin, Radiologin, Sachbuchautorin und Aktivistin gegen die Omas, Aktivistin bei den Omas gegen rechts. Herzlich willkommen, Riesenapplaus mit der Dr. Irene Marisch. Und deshalb gebührt ihr die erste Ansprache. Dass alle da sind von euch und möchte sagen, dass es sich hierbei nicht um eine parteiliche Veranstaltung handelt, wie Onay Mesut schon gesagt hat, um eine bürgerliche Demonstration gegen eine Regierung der immer stärker werdenden undemokratischen Führungsstil sich aneignet. Eine Unmenschlichkeit in vielen Entscheidungen. Ob Asylpolitik, Pressefreiheit gegenüber Alleinerziehenden, den Armen und sogar bei Kindern angedacht, wie es in der kürzlich veröffentlichten Denkanstößen zu einer Regierung im Freiheitlichen Wochenblatt zur Zeit zu lesen war. Hier wurde die das Freiheitliche Wochenblatt zur Zeit mit ihren Forderungen nach härtesten Strafen für Respektlosigkeit und Widersetzlichkeit, also nicht Widergesetzlichkeit, sondern Widersetzlichkeit, Erleichterung des Waffenbesitzes für den Bürgerschutz. Sie weiß zwar nicht, fragt sich nur, vor wem sich der Bürger bei uns schützen muss. Schüler sind zur Raison zu bringen, heißt es darin. Aberkennung des elterlichen Entziehungsrechts für renitente Schüler und den Wegfall der Familienbeihilfe sowie Abschiebung in geschlossene Sonderschulen. Es geht so weiter und so weiter, bis es auch dann dazu kommt, dass Säuberungen des ORF von linksextremen Staatskünstlern und Moderatoren verlangt werden. Es kommt einem irgendwie bekannt vor, Säuberung. Entartete Kunst steht zwar nicht innen, aber das klingt danach. Abschaffung der unbefristeten Notstandshilfe. Keinerlei Integrationsmaßnahmen für Asylanten. Verfassungsmäßige Absicherung der Ehe für Mann und Frau vorbehaltenes Rechtsinstitut. Und ich möchte jetzt gar nicht mehr alles auf. Eines ist noch sehr interessant. Die deutschen Aufschriften werden gefordert bei allen Geschäften. Also nichts mehr mit Jobs und Boutiquen und Shopping Mall. Verschlankung der Justiz und so weiter. Allein für diese Forderungen, die in diesem Blatt erschienen sind, wurde der Medienpreis vorgeschlagen. Nebenbei wurde dieser nicht nur vorgeschlagen, sondern er sollte im Parlament, und das ist wirklich wahr, das ist zum Herhören, er sollte im Parlament verliehen werden. Es ist ein Zustand, den wir nicht kennen, für was das Parlament in neuester Zeit herhalten muss. Allein der Empörung der breiten Bevölkerung ist es zu verdanken, dass die freiheitliche dritte Nationalrätin Kitzmüller den Termin cancelte. Zukunftsaussichten, von denen nicht einmal mehr Wohnzimmerpolitiker und Sofademokraten die Augen verschließen können.
Und wir müssen wieder kämpfen für unsere Freiheit und tun dies auch. Aber es fehlen noch viele, viele Leute. Die Silberstein, ein Autor, als die Schwarzfahrer bezeichnet. Ich zitiere Schlegelfi Silberstein, einen Blogger und Autor. Diese Schwarzfahrer und Demokratieschmarotzer sind Menschen, denen die eigene Bequemlichkeit und der eigene Vorteil wichtiger ist als die Zukunft ihrer Kinder. Und da versteht man, wie damals alles passieren konnte. Stefan Zweig, Hannah Arendt, Erich Kästner und viele andere haben seinerzeit darüber geschrieben. Nicht die Nazi haben die Welt ins Chaos gestürzt, sondern diejenigen, die sie an die Macht gefaulenzt haben. Diese Leute waren und sind Schwarzfahrer, die sich um ihren eigenen Scheiß kümmern und die anderen für ihre Freiheit kämpfen lassen. Leute, die alles mitnehmen, was ihnen andere erkämpft haben. Als wäre die Demokratie eine werbefinanzierte Gratisstaatsform. Jeder sollte etwas Aktives tun für seine Freiheit. Er sollte kämpfen. Ein Social-Media-Post allein macht noch keinen Kämpfer aus, sondern drückt nur das eigene Gewissen. Aktiv sein, so wie ihr hier alle, die ihre Zeit opfert, sind eigentlich Demokratiekämpfer. Und ich danke euch. Was will uns der Autor aber damit sagen? Kämpft nicht gegen die Rechten. Die machen ihr Ding und bleiben in der Sache unbeirrt. Kämpft lieber gegen die Schwarzfahrer und die Demokratieschmarotzer. Die Demokratie in Österreich wird zum ersten Mal seit 1945 wieder in Frage gestellt. Damals waren die Leute arm und sie hofften auf Besserung. Heute geht es den Leuten gut, ja fast zu gut. Und sie haben als Grund für die Dummheit vorzuweisen. Zum Schluss noch ein paar Worte zum Staatsfeiertag. Der 26. Oktober 2018, ein Gedenkjahr, wie wir alle wissen. Es gibt einen Marsch der Patrioten, eine freiheitliche Veranstaltung in Wien durch die Innenstadt, keine bürgerliche wie jetzt hier, bei welcher ein Hardcore an deutschnationalen Rädern anreisen und geladen wurde. Zum Beispiel Kohlmann pro Chemnitz oder Georg Emanuel Nagel, Hardliner und Publizist vom Verein Occident und ehemaliger Sprecher der Pegida Wien und so weiter. Wollen wir ein zweites Chemnitz bei uns? Ich will es nicht. Danke. Gegen den Faschismus hier im Land, auf die Barrikaden, wehrt euch, leistet Widerstand. Lügenpolitik ist eine Schand, schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen, wehrt euch, leistet Widerstand. Gegen Überwachung hier im Land, auf die Barrikaden, wehrt euch, leistet Widerstand. Für ein gutes Leben miteinander, schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen, wehrt euch, leistet Widerstand.